Am 30. August besuchten die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig und Ministerpräsident Dr. Markus Söder das Gelände des Unternehmens Gascade am Energiestandort Lubmin. Die Pipeline-Infrastruktur dient der bundesweiten Versorgung mit Gas und soll in Zukunft auch dem Umschlag von LNG dienen. Zu diesem Zweck wird bald vor der Küste ein schwimmendes Terminal entstehen. Über das Vorhaben wurden die Politikerinnen und Politiker auf einer Schiffstour zum vorgesehenen Standort des Terminals durch die beteiligten Unternehmen informiert. Die Idee für die Anladestation auf dem Wasser stammt vom Unternehmen Deutsche Regas. Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Knabe erklärt, was geplant ist und warum auf die schwimmende Variante gesetzt wird. Nun ist der Greifswalder Bodden sehr flach und deswegen laden wir das LNG erstmal oben auf ein Lagerschiff. Das wird sich östlich von Rügen befinden. Und dann legen dort drei Shuttle-Schiffe an, drei kleinere Schiffe, die vom Tiefgang her passen. Und die laden dann dieses LNG um, bringen es in den Hafen von Lubmin. Und im Hafen von Lubmin befindet sich dann wiederum ein recht großes Schiff, das dieses LNG erwärmt, in den gasförmigen Zustand zurückversetzt. Und dann kann es in die Pipelines eingespeist werden, die in Lubmin starten. Der Vorteil von Lubmin ist offensichtlich. Die nötige Infrastruktur ist hier schon vorhanden, um den fossilen Brennstoff im Land zu verteilen. Das Spezialschiff, welches das Gas auf die nötige Temperatur erhitzt, ist eines von nur 48 weltweit mit einer solchen Technik. In Zukunft soll der Standort auch für die Verteilung von Wasserstoff genutzt werden. Bis dahin braucht es aber dennoch Ersatz. Und es zeigt sich jetzt, dass wir für die Phase, bis wir alles vollständig aus erneuerbaren Energien versorgen können, Gas brauchen. In den letzten Jahren wurde immer darüber diskutiert, ist Gas notwendig für eine Übergangszeit als Brücke zur vollständigen Versorgung erneuerbarer Energien. Das ist ja bestritten worden, auch aus politischen Kreisen und auch von Wissenschaftlern. Ich glaube, die Realität zeigt, ein industriestarkes Land wie Deutschland braucht Gas für die Übergangszeit. Dr. Markus Söder sah sich Lubmin persönlich an, da das Interesse an der Anlage auch im Freistaat groß ist. Weil es geht um die gesamte Versorgung mit Gas im Osten und eben im Süden. Warum ist der Süden wichtig? Wir sind energiehungrig, weil wir unglaublich viele Menschen haben, über 13 Millionen Einwohner in Bayern, die meisten Industriearbeitsplätze in Deutschland mit 1,3 Millionen und einen enormen Zuzug, einen Leistungszuzug, der bei uns ist. Also brauchen wir Energie, wir müssen selber dafür sorgen. Wir brauchen Energie auch aus dem Süden. Das heißt, der Bund muss dringend, endlich auch angehen, auch der Bundeswirtschaftsminister, die Pipeline-Versorgung über Italien. Es ist bislang nichts passiert. Das gehört dazu, das gilt für Bayern und Baden-Württemberg. Und wir brauchen eben die Kapazitäten, die im Norden entstehen. Die Pipeline ist da, sie geht durch den Osten, sie geht über Tschechien, dann nach Bayern und Baden-Württemberg. Deswegen ist unser Interesse hoch, dass es so schnell wie möglich geht. Läuft alles nach Plan der Beteiligten, werden ab dem 1. Dezember 2022 pro Jahr etwa 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas am LNG-Terminal mit dem Namen Deutsche Ostsee umgeschlagen. Das entspricht dann etwa 8% der Kapazität von Nord Stream 1.